So, und damit herzlich willkommen zurück beim Let's Play Sonic DX. Ja, wir spielen mit Big. Haben das erste Level geschafft. Nach kläglichem Versagen. Nach gefühlten 2 Stunden. Ja. Und ich bin auch dabei. Yay, der KKB ist immer noch bei uns. Er wird uns die ganze Aufnahme bescheren. Aber ich sag's einfach immer wieder gerne, dieses herzlich willkommen zum Let's Play, bla bla. Ist für mich auch ein bisschen leichter, das dann alles nachher zu schneiden. Oh my god. The key is schweben. The key is schweben. Yay. Ich sag ja Denglisch. Denglisch, ja. Ja. Schwimmreifen. Ja. Oh, ich bin zu dick. You've discovered the life belt. It keeps you afloat when you're in water. To swim underwater, press the jump button when afloat. Man kann auf dem Wasser schwimmen. Ja. Guck. Wuhu. Platsch. Jetzt bleiben wir an der Oberfläche. Aber das ist doch trotzdem im Wasser. Ach so, ja. Die Übersetzungen sind einfach nur die geilsten hier. Und zum Springen gehen wir nach mit Springen gehen wir nach unten. Und alle ab. Ja. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Also wie schnell kann er klettern? Icecap. Fische. Froggy, ja, jetzt müssen wir ihn erstmal finden, weil das Levelgebiet. Das Levelgebiet alleine. Das Levelgebiet. Der Level ist um einiges größer. Zwar nicht um viel, aber um ein bisschen. Und wir müssten jetzt, glaube ich, erstmal unten das Eis zum Einkrachen bringen. Hier können wir auch rein, sehe ich gerade. Mal gucken. Ja. Hier waren wir ja auch mit dem guten Sonic. Ach, schade, ich komme da nicht hinten hin. Egal, schwimmen wir erstmal dadurch, hoffen, dass wir Froggy finden. Wie gesagt, ich will das schnell hinter mich bringen mit Big. So. Alleine unter Wasser laufen. Ja, das geht. Ich kann das auch. Du kannst unter Wasser sogar tanzen, du. Ja. Stimmt, das habe ich dir alles mal gezeigt, ne? Mhm. Da wie waren da wir. Mein, wie ich da Liegestütz gemacht habe. Ja. Da waren wir mit Megakuschel-Teddy im Schwimmbad. Stimmt. Schöne Grüße an Megakuschel-Teddy. Die das sowieso nicht guckt. Egal. Bam. Eben mal so im Eis eingebrochen. Und da unten finden wir unser nächstes Upgrade. Alleine bei einem mehr Köder. Ja, ja, damit kann ich größere Fische fangen. Ist mir egal. Huch. Ja, war sehr schön, ne? Also... Na, jetzt lass mich hoch da. Ich will nicht ertrinken hier. Mann! Ist da ein Fisch gewesen? Ein kleiner, ne? Ich bin durchs Eis gebrochen. Alter, Big, lauf schneller. Gib Gummi, Alter! Ach, da unten ist Wasser. Ist hier vielleicht unser Froggy? Froggy! Where are you? Froggy? Wo kommen wir hier überhaupt hin? Fisch! Das ist ein mechanischer Fisch. Sollen wir den mal versuchen zu angeln? Ja. Oh. Bin zu nah dran. So. Komm, den holen wir uns. Der ist schön groß. Und schwer bestimmt. So, mal kurz die Tastatur anhauen. Nee, das ist nicht Froggy. Tut mir leid. Guck mal, der kommt ja fast selber. Wow. Also mit dem werden wir zu kämpfen haben. Ah, komm, den kriegen wir. Komm, den kriegen wir. Au! Ah. Ganz knapp. Ich glaube, bei... Hey, geil,
I got a fish! 1390 Gramm, also. Ja. Wenn es ein richtiger Fisch wäre, dann könnten wir reich werden mit dem. Reich, glaube ich nicht. 200-300 Euro mehr. Ist reich genug. Die würden wir dann für Boost ausgeben. Für was? Für Boost. Für unser Let's Play Together. Ja, nee, ich will da nicht hin. Könnte wehtun. Aber hier können wir wieder einbrechen. Nee, den holen wir uns jetzt nicht. Ich finde schon 40 Minuten auf. Ungefähr. Boing. Boing. Kann man auch das Eis von unten kaputt brechen? Nö, aber hier ist Froggy. Froggy! Ich krieg's nicht kaputt. Scheiße, Mist. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwie einen anderen Weg dahin finden. Solange will ich auch mal die Luft anhalten können. Ey, guck mal, da ist ein Hai. Angel ihn! Nein, ich angel jetzt hier nicht so viel. Wir müssen irgendwie wieder rüber auf die andere Seite, da wo wir am Anfang waren. Aber ich weiß nicht mehr wie. Also so schon mal nicht. Ich glaube, hier war der Weg, oder? Weiß ich nicht. Oder komme ich da wieder dahin, wo ich gerade eben war? Nee. Doch. Manu. Kannst du nicht unter Wasser angeln? Weiß ich nicht. Ich habe ja keine Möglichkeit, irgendwo hinzuwerfen. Knifflig, knifflig. Knack, knirsch, knupp. Oh nein, ich glaube, ich habe Froggy gegessen. Oh mein Gott. Level failed. Ja. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Oh. Gott, der ist so langsam. Nee, hier war es auch nicht. Nicht Gott, nämlich KB. Du weißt wie. Ne? Ich denke. Ich weiß es. Nee, warte mal, von hier war das aber auch nicht. Kartoffelmann wollte ich sagen. Ah. Okay, also um einen Kartoffelmann. Genau. Mann! Versuch mal nicht dabei zu lenken. Ja, dann komme ich auch ins Wasser. Guck! Der bringt mega viel. So, wir beschäftigen uns jetzt eine Stunde damit, hier rauszukommen. So, bis wir pendeln. Verarschen! Ah! Hey. Geschafft! Ich glaube, ich muss da weiter hoch, oder? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, hast du den Weg nicht gemerkt? Nö. Was bist du denn für einer? Ich unmerken, ne? Also... Doch, hier sind wir längst gekommen. Doch, hier waren wir. Ich kann mich ganz genau dran erinnern. So mehr oder weniger. Yay! Lass mich raus hier! Ah, cool. Ich kann springen. Huh. Wozu? Mit ihm müssen wir sowieso nicht laufen. So, aber leider müssen wir jetzt noch einmal einbrechen. Wo war denn das? Da, da. Und bam. Ja, jetzt sind wir hier. Froggy! Hey, cool, ich bin auf Anhieb rausgekommen. So. Froggy? 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 Und schön wieder die Tastatur. Guck mal, da ist ein Aal.
oder sowas ähnliches. Sieht aus wie ein Zitteraal. Den will ich nicht haben. Der tut weh. Werd aufmerksam, mein kleiner Freund. Ja. Und was für Bilder hier. Bam, 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 bam. Dramatisch. Huch. Also, der Frosch ist hartnäckig. Aber... wir haben ihn! Okay. Now what am I gonna do? Ja, ich schneide die Folgen lang. Ja. Not too bad. Need for Speed Aufnahme.